Liebe Lerner, lesen. Der eine oder andere kennen Sie aus dem Tatort Saarbrücken als Kommissariatssekretärin oder in Ihrer bekannten Serie, Comedy-Serie als Vanessa Backes. Oder die meisten kennen Sie natürlich aus der bekannten ARD-Serie Familie Heinz Becker. Und hier ist sie für Sie heute Abend, Alice Hoffmann, die Kittelschatz der Nation. Bitte sehr. Sind ihr verrückt? Weil ich war doch noch gar nicht fertig mit Putze. Ihr könnt mich doch nicht einfach da. Komm ich denn da wieder raus? Gar nicht. Oh, das ist ja. Das. Genommen. Guten Abend. Oh, Jesus, also. Der Heinz hat. Dass ich den Namen noch mal in den Mund hole, Mist, hätte ich mir ja nie gedacht. Der Heinz hat gefragt, ob ich da putze wird. Und ich habe gesagt, meins, also meins wäsche. Ja, und jetzt stelle ich, meins wäsche, wäre ich übrigens auch in Mainz geboren. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Also, meine Eltern haben in Mombach gewohnt, als meine Mutter in der Wehe mit meinem Vater beschlossen hat, der erste Sohn muss in Koblenz auf die Welt kommen. Da sind die dorthin gefahren und ja, das bin ich jetzt dann. Ich habe mich aber gerecht und habe einen Saarländer geheiratet. Und wir sind auch wieder geschieden, aber ich habe schon nochmal neuer, der Herbert. Allerdings, also wir sind also nicht in dem Sinn. Das ist ja auch egal. Nein, also es ist eine rein botanische Freundschaft. Ja, ich weiß schon, was ihr denke, wenn ihr Saarland höre. Das liegt am Fernsehen. Ja, weil da in der Tagesschau, muss ich immer gucken, ist hinten dran immer die Deutschlandkarte, nicht von rechts Berlin bis links nach Frankfurt und hinter Frankfurt ist nichts mehr. Und da liegt aber Saarland. Doch es kommt vor in der Tagesschau, wenn in Australien der Wald brennt oder in Amerika Überschwemmung ist, dann heißt es, es ist ein Stück Land kaputt in der Größe des Saarlandes. Quasi als Eichmaß für Katastrophe, gell? Aber sonst, dabei ist es Saarland schwer im Kommen. Saarländische Politiker haben hier ganze Redensarten präge, die inzwischen frech wie Oskar oder der mit die dicke Lippe riskieren. Das sind aber nicht mehr, ne? Der Altmaier, das sind alles Minister oder Mittelmaß, zu Höchstmaß auflaufender Heiko Maas und jetzt auch noch die Vize-Bundeskanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich fahre als nach Holland in Urlaub. Wie sie ihr, was die Holländer Männer, wenn sie Vize sagen, Radfahre? Nur mal so gesagt jetzt. Ne? Jedenfalls ist es AKK, die Vize von der Bundeskanzlerin. Ja, sie ist eine sehr moderne Frau. Also jetzt nicht wie in dem Witz, den kenne ihr jo. Wo der Mann zu seiner Frau sagt, Schätzchen, heute machen wir es mal Rücke an Rücke. Und da sagt die Frau, ja, aber das geht doch gar nicht. Und da sagt der Mann, doch, Schmitz komme noch. Jo, es war ja nur Witz. Ne? Nee, sie ist ein in dem Sinn modern, dass der Mann Hausmann ist. Das gibt's ja heutzutage. Der passt auf die drei Kinder auf. Setzt zu meiner Zeit nicht gäb. Da war ein anderer Witz aktuell. Der Klowitz.
Wie viele Männer braucht man für Klo? Also nochmal, wie viele Männer braucht man für ein Klo zu putzen? Man weiß es nicht, das hat noch keiner gemacht. Na, Sie müssen jetzt auch nicht denken, ich hätte meine Ehe wegen so etwas auf dem Spiel gesetzt oder Kinkerlitzchen, was weiß ich, ein Christbaumspitz. Ich habe wirklich alles probiert, aber er hat sich eben Jüngere angelacht. Sieh, sowas kommt in der besten Familie vor. Gucken Sie mal nach England, ins Königshaus, die Dido Domuls. Die Lady Di, die Dido, die sich dort Domuls mit dem Dodido tot gefahren hat. Ja, der ihre ist auch neben Ausgang, der Charles. Ja, du blöder Name, Charles, gell? So rein vom Äußeren und auch von der Optik, also mein Fall wäre es nicht gewesen, aber dem Schrodo hat er ja gefallen. Schro muss ich vielleicht erklären, die Saarländer, für Saarländer gibt es keine hässlichen Leute. Die sehen schlimmstenfalls ein bisschen schro aus. Und ich meine jetzt diese Camilla von Parkhaus Boller Bums, die da, die. Und diese Camilla und die Charles, die haben sich kennengelernt, da waren die ungefähr 24, haben die sich kennengelernt beim Reiten im Wald. Haben sie was getrunken? Ich erzähle hier eine wahre Geschichte, die haben sich kennengelernt auf der Jagd, wenn man so will. Ne? Und da soll es zu ihm gesagt haben, meine Urgroßmutter war schon die Matratze, von deinem Urgroßvater, wie wär's mit uns zwei? Ja, das hätte schön wäre keine, aber es Lisbeth war de Gehe. Lisbeth ist klar. Es Lisbeth hat wolle von Anfang an anhand, dass der das Dito heirat, weil die war nämlich keine einfache Kindergärtnerin, sondern die war aus einem der reichsten Häuser von England, aus dem Haus der Gespenster. Nein, das war mein Eselsbrück, Moment. Diana Gespenster, Spencer, Diana Spencer. Jetzt war der Charles doch aber schon mit dem Schrott zusammen. Was macht das Lisbeth? Schickt's das blutjunge Diana, 17 Jahre alt, in den Wald, wenn Jagd war. Und da hat das dann wie zufällig dem Charles vor der Flint gestanden. Oder sie hat Grillpartys veranstaltet, wo es das Camellia gar nicht erst eingeladen hat, sondern immer nur die Dido. Ja, und noch die wievielte Grillparty war der Charles schwanger. Ja, was hätte er dann auch sollen machen? Er hätte sie nicht können all zwei gleichzeitig heiraten. Das ist verboten, nicht nur in England, bei uns auch. Das ist in den meisten Ländern von der Welt, das ist Bigamie. Das ist wie falsch parken. Das darf man nicht. Ne? Bei uns und in den meisten Ländern von der Welt herrscht in der Ehe das Gesetz von der Monotonie. Da wär's Lisbeth. Oh, ja. Ja, wär's Lisbeth beinächst. Ne, ist Lisbeth, ist die Dido wär beinächst ein Dodi sei Frau geworden und da war sie von einem auf der andere da eine Dodi-Frau. Und sie war die einzige aus der Familie, wo kein Gesicht gehabt hat wie ein Pferd. Ja, was sucht sie aber auch nachts in Paris? Ne? Ganze Woche war sie da. Und das Lokal, wie das gehieße hat, wissen das noch? Ritz. Allein schon der Name. Ritz. Was muss das für Bums gewesen sein? Ja, da geht man doch nicht als Frau allein. Gut, sie war nicht allein, der Dodido war auch da. Ne, die Dado war der Dieter da. Ist dann mit euch? Ich habe jetzt nur gesagt, dass der Dieter die Dado da war. Weil der Dieter hat immer schon gesagt, hol mal was im Lotti, sei Didi ist im Dito, sei Dodi gewesen. Hat er ja recht.
Ich sprach mich, wo die zwei Kinder waren in der Woche, wo das Dido mit dem Do-Di-Do-Do im Ritz war. Die Buwe war ja noch klein. Wer holt so zwei kleine Kinder eine ganze Woche? Der Schal ist ja nett. Oder habt ihr mal einen Mann gesehen, wo eine ganze Woche auf zwei kleine Kinder aufpasst? Na, ich kenne ja nur, wo vielleicht nur zwei Stunden aufpasse. Dann aber eine ganze Woche drüber schwätze. Naja. Wahrscheinlich haben sie es gemacht, wie sie es heute überall machen, die Kinder bei die Oma, gell? Aber wie die Dito damals mit dem Dodito angebändelt hat, habe ich gleich gesagt, das Do wird nix, weil wenn die mit dem Dodi die Do Dinger macht, wo Dito drüber schreibe, da wird die mit dem Dodi nicht mehr froh. Und jetzt beißt sich die Katz in den Kreis. Schließt sich der Schwanz. Nee, was ich sagen will, so wie die als Königin der Herzen sich in die Sinfonien des Publikums, also so versucht jetzt auch die AKK sich in die Herzen der Menschen zu verspielen. Und wie hat sie es geschafft? Was ist das Geheimnis von ihrem Erfolg? Dass sie mich nachmacht. Wenn ich euch sag, schwätztes Dialekt, richtig mit Scherz, also jetzt nicht im Sinne von Witz, sondern im Sinne von Kittelscherz, da dreht die auf der Bühne, wie ich, in der Fasenacht, allerdings in der im Saarland und jedenfalls in der, wo im Fernsehen gezeigt wird. Glauben das? Alle. Also das ist das Geheimnis. Eines schönen Tages wird es, ich weiß übrigens jetzt auch, wer mehr alte Brille hat, das kommt noch dazu. Eines schönen Tages wird es in der Zeitung stehen. Kittelschürz macht Kanzlerinnenkarriere kinderleicht. Ich kann euch ein Lied davon singen, gell? Manche Frau, die hat ihr Mühe und jammert jeden Tag, weil sie den Schrank voll Kleider hat und die da drin nicht mag. Die Männer können's schon nicht mehr hören, ich hab nix anzuziehen. Den Herbert, den tut das nicht stören, der find mich immer schön. Ich hab mein Kittelschürz, das ist ein praktisch Ding. Ich hab mein Kittelscherz, da bin ich so flott drin. Ich hab mein Kittelscherz, die geb ich nicht mehr her. Und immer wenn's mal schnell gehen muss, geht's wie die Feuerwehr. Und immer wenn's mal schnell gehen muss, geht's wie die Feuerwehr. Und manchmal kommt der Herbert kurz auf einer Sprung vorbei. Dann mach ich ihm ein Butterschmier mit Käse und auch mit Ei. Und ist er satt und fragt mich dann, ei, wollen wir mal schnell? Dann bin ich in kaum 10 Sekunden direkt auf zur Stelle. Ich hab mein Kittelschürz, das ist ein praktisch Ding. Ich hab mein Kittelschürz, da bin ich so flott drin. Ich hab mein Kittelschürz, die geb ich nicht mehr her. Und immer wenn's mal schnell gehen muss, geht's wie die Feuerwehr. Und immer wenn's mal schnell gehen muss, geht's wie die Kittelschürz der Nation, Alice Hoffmann. Danke.
Wir sind ja viel lieb zu mir. So weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll bei stehenden Ovulationen. Liebe Natalesen, Sie haben es selbst gehört. Am Anfang hat sie gesagt, sie wäre beinahe in Mombach geboren. Die Mutter ist hochschwanger mit ihr nach Koblenz gefahren. Das stimmt. Das ist ein Mombacher Mädchen. Sie hat 13, 14 Jahre hier in Mombach gewohnt. Dann sind sie nach Gonsenheim gezogen, dann erst nach Köln, dann nach Bonn und dann erst ins Saarland. Und jetzt ist sie wieder zu ihren Wurzeln nach Mombach zurückgekehrt. Sie ist wieder bei uns heimisch geworden. Alice Hoffmann! Alice, da kommen die Blümchen. Vielen herzlichen Dank. Sie darf es bitten, liebe Herren, lesen. Unsere Alice Hoffmann, ein dreifach kräftig stotterndes Hello! Liebe Alice, schönen Dank, bis gleich.